auch heute Abend. Ich danke euch, dass ihr auch trotz dieses bescheidenen Wetters so zahlreich hier erschienen seid. Ich glaube, das alleine gebührt schon einen Applaus, dass es Leute gibt, die sich von keinem Wetter abschrecken lassen, hierher kommen, um ihre Meinung kundzutun. Hier in Kirchen. Vielen Dank. Wie üblich, wir danken euch für eure Standhaftigkeit. Wir danken aber auch der Polizei, der Kreisverwaltung, dem Ordnungsamt für den Schutz dieser Versammlung, aber auch der Presse für die doch recht objektive Berichterstattung zu den beiden letzten Demonstrationen. Das muss ich sagen. Auch wenn objektiv berichtet wird, dürfen und wollen wir das natürlich auch erwähnen, nicht immer nur draufhauen, auch mal die Presse in Schutz nehmen. Zunächst gehen wir zu den Auflagen und den Ablauf für den heutigen Abend. Wir beginnen wieder, nachdem ich eine kurze Rede gehalten habe. Ich versuche mich auch diesmal kurz zu fassen bei dem Wetter. Mit einem Rundgang, einem Spaziergang, wieder über die Lindenstraße, Brückenstraße, Bahnhofstraße, Überführung bei Netto und die Lindenstraße, wieder zurück zum Rathaus. Als Auflage gilt das Abstandsgebot. Auch hier möchte ich nochmals darauf hinweisen. Bitte die Abstände einhalten, gemäß der aktuellen Verordnung, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Bitte wieder auch das Infektionsschutzgesetz bzw. die daraus resultierende Verordnung einhalten. Die Verteilung von irgendwelchen Feiern, die wir nicht kennen, ist untersagt, Störung jeglicher Art auch. Da nochmal zur letzten Woche ganz kurz der Hinweis, wir haben also auch ein bisschen recherchiert. Es war bundesweit eine gewisse Störaktion mit dem dritten Weg, die da initiiert worden ist aus dem linken Spektrum, um eben auch die Veranstalter und die Anmelder solcher offiziellen Demonstrationen zu diskreditieren. Dann noch mal ganz kurz auch zu meiner Person. Ich gehöre weder irgendeiner Partei an, noch bin ich in irgendeinem linken oder rechten Spektrum zu finden. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Familienvater von drei wunderbaren Kindern, der hier auf die Straße geht und für seine Rechte, für seine Grundrechte einsteht und natürlich auch für die Gesundheit in erster Linie für meine Kinder. Also nichts mit Rechtsradikalen. Dasselbe möchte ich auch zurückgeben. Ich sehe also hier auch keine Nazis oder wie die Keule hier immer wieder geschwungen wird, dass wir hier alles aus dem rechten Spektrum sind. Nein, das sind wir nicht. Wir sind ganz normale Bürger, die ihre Rechte einfordern. Am Krankenhaus, nochmal zurück zu den Auflagen, am Krankenhaus ist unbedingt auf jegliche Art von Lärm zu verzichten, vor dem Krankenhaus bzw. auf dem Weg zum Krankenhaus, aber auch auf dem Weg nach dem Krankenhaus dürft ihr euch natürlich bemerkbar machen. Ich bitte darum. Es ist nicht gestattet, auf der Brücke stehen zu bleiben, sowie Plakate und Schilder den Verkehrsteilnehmern zu zeigen. Zuletzt Waffen, Gewalt und so weiter sind verboten und den Weisungen der Ordner und der Ordnungskräfte und der Polizei ist natürlich Folge zu leisten. Zu meiner kurzen Rede. Wir möchten heute Danke sagen. Insbesondere Danke an alle die, welche die Maßnahmen der Corona-Plandemie, anders kann man das jetzt nicht mehr nennen, kritisch hinterfragen. Danke an die, welche jetzt aufwachen und uns anschließen, egal ob geimpft oder ungeimpft. Danke an die, welche ihre Komfortzone verlassen und für ihr Recht einstehen und freiheitlich-demokratisch den Diskurs suchen. Ein besonderer Dank geht natürlich an unsere Kinder und das möchte ich wirklich nochmal ganz klar sagen. Ein ganz, ganz dickes und großes Dankeschön an die Kinder. Die, welche unwissend und leider auch folgsam die Zwangsmaßnahmen über sich ergehen lassen müssen. Also die Kinder haben sich das mit Sicherheit alles nicht rausgesucht. Ja, das sind die Verordnungen, die ganzen Vorgaben der Politiker oder beziehungsweise von Leuten, die gerne was zu sagen haben wollen. Die lehnen uns und legen uns Maßnahmen auf, die leider Gottes negativ für unsere Kinder sind. Und daher ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle unsere Kinder, die den ganzen Scheiß mitmachen und über sich ergehen lassen. Ja, dafür ein Applaus. Dankeschön. Ich möchte aber auch nicht die Eltern und die Bürger vergessen und insbesondere auch die Eltern, welche aufgrund von Existenzängsten oder Jobverlust, wie auch immer, unter Druck gesetzt werden und bis zu einem gewissen Punkt diese Maßnahmen ebenfalls mitmachen, damit sie eben ihren Lebensunterhalt sichern, damit sie
ja, die Zukunft ihrer Kinder in irgendeiner Form sichern. Auch den Eltern möchte ich Danke sagen. Nicht jedes Elternteil macht das mit, weil es das möchte, sondern weil es es muss. Und das ist nach meiner Auffassung her der völlig verkehrte Weg, irgendjemand zu irgendwas zu zwingen. Zum Schluss meiner Dankesrede möchte ich natürlich nicht versäumen, auch Danke zu sagen an alle, die an der Organisation zu einer solchen Veranstaltung beteiligt sind. Und natürlich an euch, die heute bei Wind und Wetter sich wieder hier eingefunden haben und wieder für ihre Freiheit kämpfen und für ihre Rechte einstehen. Dankeschön. Auch in unserer Region stehen immer mehr gegen das korrupte System auf. Und ich sage das ganz bewusst, das korrupte System. Wer die Gelegenheit hatte, mal bei Inside nachzuschauen, der wird schnell fündig werden, wie korrupt doch dieses System hier ist. Und sei es nur durch das öffentliche Meinungs- und Erfahrungskundtun. Da möchte ich nicht versäumen, auch das Beispiel an dem Oberarzt in Siegen letzte Veranstaltung zu nennen, der jetzt mit allen Mitteln diskreditiert, diffamiert und Repressalien über sich ergehen lassen muss. Auch er hatte, alleine, dass er schon sein Schildchen da hochgehalten hat, hatte er für Impffreiheit, für Entscheidungsfreiheit und für Demokratie gekämpft. Nun ist es aber an der Zeit, auch ins Handeln zu kommen. Das korrupte System und all die, welche sich aus diesem heraus auf unsere Kosten bereichern, wird nicht dahin beigehen. Das System wird von sich aus nicht aufhören. Ja, die haben Spaß daran gefunden, Macht, wer einmal Macht hat, ja, der lebt die immer wieder aus, der wird freiwillig nicht zurücktreten. Der wird auch freiwillig nicht aufhören, die Maßnahmen zu reduzieren. Wir sehen das ja auch momentan in Europa ringsherum, um Deutschland. Alle lockern, alle fahren ein Stück weit zurück. Aber die Deutschen, die müssen natürlich wieder die ganzen Repressalien noch mal ein bisschen anziehen, die ganzen Maßnahmen noch mal ein bisschen anziehen. Und das auf einer Basis, auf einer Situation, wo der Virus bis heute nicht vollständig isoliert worden ist. Insbesondere das politische Versagen, und ich wiederhole das politische Versagen wird vertuscht und durch immer wieder neue differenzierte Regeln und Maßnahmen zwischen der Obrigkeit und dem Bürger aufrechterhalten. Wenn wir Bürger gemeinsam es nicht beenden, wird es nie enden. Ja, ich nehme das Beispiel, schauen Sie einfach in den Bundestag, schauen Sie rein, wer sitzt da, wer trägt zu solchen Entscheidungen bei, schauen Sie sich die Experten an, schauen Sie sich die Lebensläufe der Experten an, schauen Sie sich die Lebensläufe der Politiker an, bis runter in die Kommunalpolitik. Also wer der durch Postengescharre keinen Posten bekommen hat, der ist auch kein Politiker geworden. Also das muss man auch mal ganz deutlich sagen, wir werden hier von Politikern regiert, die teilweise Schulabbrüche haben, die teilweise ihr Studium abgebrochen haben und uns einen erzählen wollen, uns auch gebildeten Menschen erzählen wollen, wo der Hase langläuft. Das geht überhaupt nicht. Und da auch ganz klar mein Statement, tretet zurück und lasst uns in Ruhe. Schauen wir auf die Situation, wie die Tests mittlerweile bewertet werden. Ja, vor einem Jahr war der PCR-Test das Allheilmittel, um irgendeinen Virus, der bis heute ganz offiziell nicht isoliert worden ist. Ja, es gibt also keine wissenschaftliche Erkenntnis, dass dieser Virus, warum wir diese Pandemie haben oder warum dieser ausgerufen worden ist, in Isolation sich befindet und wissenschaftlich nachgewiesen worden ist. Das gibt es einfach nicht. Und trotzdem, jetzt ist es mittlerweile auch so, dass ein ganz normaler Antigen-Schnelltest mit einem positiven Ergebnis dazu führt, ähnlich wie ich das letzte Woche schon angekündigt hatte, ja, dass die Leute sich in Isolation begeben müssen, auf ihren Lohn, wer also nicht geimpft ist oder den Vorgaben entspricht, von der Anzahl der Impfungen, auf Lohnfortzahlung verzichten muss, also gezwungen wird zu verzichten, nur weil die das so wollen. Ist das der richtige Weg? Ich sage ganz klar, nein. Des Weiteren wird sich hier auf die sogenannte Omikron-Variante permanent berufen. Wir haben Stand 27.01. laut RKI, also ich zitiere ja noch nicht mal irgendwelche Zahlen von irgendeinem sogenannten Verschwörungstheoretiker, ich zitiere hier die Zahl des RKI. Am 27.01. 44 Intensivpatienten, ja, die symptomatisch mit Omikron infiziert sind. Und das ist natürlich total interessant, mit Omikron infiziert sind, obwohl das Hauptvirus noch gar nicht isoliert worden ist. Aber wir kennen das Spiel ja mittlerweile, die ganzen Mutationen und Varianten, die uns hier aufgebahrt werden, um eben die Maßnahmen aufrechtzuerhalten.
Ich bin der Meinung, bei 44 Intensivpatienten mit Symptomen. In ganz Deutschland. In ganz Deutschland, ja. Danke. Ich bin der Meinung, das Ganze rechtfertigt keine Pandemie. Das Ganze rechtfertigt keine Zwangsmaßnahmen mit solch gravierenden freiheitlichen Einschränkungen, die uns alle, auch die Kinder natürlich, betreffen. Das kann so nicht weitergehen. Wir alle, die wir hier stehen, fragen uns, wie kann es sein, dass einem Großteil der Bevölkerung die Lügen bzw. die Widersprüche nicht auffallen, die die angebliche Pandemie am Köcheln hält. Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen und einige Fragen an das System und dessen Ausführungsgehilfen stellen. Normalerweise erhält man einem demokratischen Land auch Antworten mit Fakten belegt und wenn es Antworten durch die Akteure vor Ort sind, die diese Maßnahmen, die von oben herunter natürlich durchdelegiert werden, aufrechterhalten. Auch von denen erwarten wir in einem Diskurs, in einem vernünftigen Diskurs, dass Fakten das Ganze hinterlegen und dass man uns diese Fragen, die ich jetzt kurz ansprechen möchte, beantworten mit Fakten. Und dann können wir gerne weiter diskutieren. Wie kann es sein, dass wir seit nunmehr 2 Jahren mit offensichtlich untauglichen Maßnahmen unserer Freiheit beraubt werden, bei einem Virus, was bis heute nicht nachgewiesen wurde, wissenschaftlich isoliert wurde? Wie kann es sein, dass wir Ausgehverbote zu bestimmten Uhrzeiten akzeptieren? Macht da der Virus Pause oder wie ist das zu verstehen? Dass wir Masken akzeptieren, deren Wirkung von renommierten Studien und selbst von dem Professor Drosten in Abrede gestellt werden? Wie kann es sein, dass wir Masken tragen, obwohl eine Gesundheitsgefährdung mittlerweile nachgewiesen ist? Wie kann es sein, dass wir das Maskentragen unserer Kinder tolerieren, obwohl die gesundheitlichen Risiken erheblich höher sind als bei Erwachsenen? Ja, früher hat man das auch im Rahmen vom Arbeitsschutz. Da gibt es Studien, da gibt es wissenschaftliche Dissertationen darüber, ja, mit diesen ganzen Maskentragen. Nein, hier will man, dass auch Kinder selbst am liebsten FFP2-Masken tragen. Also das ist völlig unfassbar. Wie kann es sein, dass wir die Hotz auf unsere Kinder in den Skigebieten, vom letzten Jahr zum Beispiel, in unseren hiesigen Mittelgebirgen, schon vergessen haben? Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass wir alles akzeptieren, was sie auch mit unseren Kindern machen? Ich habe dafür kein Verständnis mehr. Wie kann es sein, dass Demonstranten mit einer Staatsgewalt konfrontiert werden, die die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit nicht erkennen lässt? Wie kann es sein, dass Menschen kritiklos Befehle ausführen, die ganz offensichtlich ihrem Eid aufs Grundgesetz widersprechen? Auch diese Frage ist berechtigt. Wir fragen uns, was in einem Menschen vorgeht, der nach dem zweiten, dritten Booster im Freien eine Maske trägt? Haben wir etwas verpasst? Was wurde uns versprochen? Aus 2 Wochen sind 2 Jahre geworden und so weiter. Also das muss ich euch alles nicht neu erzählen, das wisst ihr. Aber wie kann es sein? Wie kann es sein, dass die Maßnahmen mit einem PCR-Test begründet werden, der eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes definitiv nicht nachweisen kann? Auch da verweise ich nochmal auf Rechtsgutachten. Das ist mittlerweile alles abrufbar. Es gibt Rechtsgutachten und selbst der Erfinder des PCR-Tests hat ganz klar gesagt, liebe Leute, ihr könnt das damit nicht nachweisen. Ja, ihr könnt irgendwelche Schnipselchen erkennen, aber ansonsten könnt ihr nichts damit nachweisen. Erst recht nicht ein lebendes Virus, wofür wir hier alle so Angst haben und in unserer Freiheit eingeschränkt werden. Wie kann es sein, dass die auswertenden Labore bis zum heutigen Tage den CT-Wert, sprich die Zyklen, selbst bestimmen? Interessantes Gespräch hatte ich jetzt diese Woche. Eine Familie, alle positiv getestet, anschließend PCR-Test. Alle 4 aus der Familie haben unterschiedliche CT-Werte angegeben. Also es wird so lange getestet, bis man irgendwas findet, womit man das aufrechterhalten kann und auch begründen kann. Wie kann es sein, dass sich auf einen Inzidenzwert berufen wird, der aufgrund der fehlenden Korrelation zur Anzahl der tatsächlich durchgeführten Tests vollkommen untauglich ist? Wie kann es sein, dass ein Versagen der sogenannten Impfungen nicht erkannt wird? Auch diese Frage ist berechtigt. Wenn die Impfungen uns doch alle so schützen, wieso müssen wir uns dann wieder, oder wieso müssen die Geimpften sich boostern lassen, etc.? Wie kann es sein, dass nach wie vor behauptet wird, man könne häufig mutierende Viren durch eine Impfung besiegen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jetzt schon künftige Mutationen erkennen? Wie kann das sein? Ja?
Wie kann das sein, dass eine unbekannte Mutation im Herbst 2022 mit einem Impfstoff bekämpft werden kann, der noch nicht entwickelt ist? Wie kann das sein? Auch da habe ich bis heute noch keine Antwort erhalten. Keine wissenschaftlich belegte Antwort. Interessant ist auch, dass jetzt erst die Studie zu dem Omikron-Impfstoff anfängt. Ja, wir reden die ganze Zeit schon von Omikron und jetzt erst fängt die Studie an, die dann uns belegen soll, dass das alles hilft, dass die Impfung ganz toll ist, man aber nicht jetzt schon weiß, dass der ganze Quatsch irgendwann mal vorbei sein soll, weil man ja schon von Herbst 2022 spricht. Wie kann es sein, dass wir eine 2G-Regel tolerieren, die ungeimpfte Bürger willkürlich vom öffentlichen Leben ausschließt und diese Schikane von unseren Entscheidungsträgern unverhohlen eingeräumt wird? Also das ist ja auch so. Die stehen ja auch dazu, die sagen uns das ja auch noch ins Gesicht. Wie kann es sein, dass ein RKI und ein Gesundheitsminister willkürlich die Dauer des genesenen Zustandes herabsetzen? Ja, in der EU hat man 6 Monate, nein, wir bleiben bei 3 Monate. Also wie kann das sein, dass diese Willkür uns aufgezwungen wird? Wie kann es sein, dass unser Gesundheitswesen nach mittlerweile 2 Jahren keine zielführende Reform erfährt? Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben für alles Geld, für alles. Wir haben sogar Geld, um Tausende von Bundeswehrhelmen in die Ukraine zu schicken. Wir haben aber kein Geld, um hier eine Reform voranzutreiben für die Pflegekräfte. Wie kann es sein, dass ca. 1/3 aller Intensivbetten abgebaut wurden, in einer Pandemie mit einer so tödlichen Seuche? Wie kann das sein? Ich kann euch sagen, wie das sein kann, weil die Krankenhäuser sich darüber auch sanieren, ja, viel, viel Geld darüber verdienen. Und deswegen, da haben wir auch keine vernünftige, adäquate Antwort erfahren, warum Kliniken schließen und warum Intensivbetten abgebaut werden in der tödlichsten Pandemie, die wir hier jemals erleben dürfen. Wie kann es sein, dass Pflegekräfte nicht entsprechend bezahlt werden? Auch das ist eine Frage. Wieso geht man da nicht ran? Wieso macht man über das Lohngefüge, über Tarifverträge etc. Wieso macht man da nicht einen Schritt nach vorn und sagt, liebe Pflegekräfte, ihr seid der Fels in der Brandung in der jetzigen sogenannten Pandemie. Wir geben euch mehr Lohn. Auch da sehe ich kein Vorankommen. Wie kann es sein, dass die geringe Hospitalisierungsrate keine Beachtung findet? Wie kann es sein, dass unsere Medien einseitig berichten und einen öffentlichen Diskurs damit verhindern? Wie kann es sein, dass die Warnungen renommierter Wissenschaftler ignoriert werden? Wie kann es sein, dass Printmedien und öffentlich-rechtliches Fernsehen Spendengelder, unter anderem von der Bill Gates Stiftung und anderen Profiteuren der angeblichen Pandemie annehmen? Wie kann das sein, wenn wir doch alle Neutralität wahren wollen? Wie kann es sein, dass das, ich nenne es jetzt mal Beratungsunternehmen mit dem Namen RKI, Spendengelder von Bill Gates erhält, der eine ganz andere Interessenlage hat? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die WHO finanziell zu 80% von der Bill Gates Stiftung getragen wird? Wie kann das sein und finanziert wird? Wie kann das sein, dass fast alle Entscheidungsträger von den Stiftungen oder den Firmen des Bill Gates oder eines Klaus Schwab direkt oder indirekt profitieren? Auch das ist ganz einfach zu recherchieren über Firmenkonstrukte. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die zwischenzeitlich bekannten millionenfachen schweren Nebenwirkungen und Todesfälle ignoriert beziehungsweise deren statistische Erfassung manipuliert wird? Wie kann das sein? Mit welcher Argumentation will man uns oder die Ungeimpften davon überzeugen, sich impfen zu lassen? Wie kann es sein, dass die Hospitalisierung von Geimpften und Ungeimpften erst seit kurzem erfasst wird und die zwischenzeitlich vorhandenen Daten zurückgehalten werden? Wie kann das sein? Wenn wir eine tödliche Pandemie haben und Leute überzeugen wollen, dann hilft nur Transparenz. Und die sehe ich in keinster Weise. Schließlich reden wir hier in ganz gravierenden Eingriffen in unseren Grundrechten, ja, auch unsere Würde. Die Würde ist unantastbar, das kennt jeder. Ja, und wir lassen uns hier zu irgendwas, oder wir lassen uns nicht, deswegen sind wir hier, aber es wird, oder wir werden dazu gezwungen, Maßnahmen über uns ergehen zu lassen, die eben genau in unsere Grundrechte eingreifen. Wie kann es sein, dass ein Gesundheitsminister ausschließlich mit Vermutungen argumentiert und dies als Wissenschaft verkaufen kann und darf? Wie kann es sein?
In jeder anderen Firma, wenn einer Vermutungen macht oder wenn sie vor Gericht sind, ja, dann sind sie weg vom Fenster. Hier darf ein Gesundheitsminister irgendwelche Pseudozahlen herbeiziehen, darf die Freiheitsrechte einschränken, darf die Demokratie verhindern und zwingt uns zu Maßnahmen, die keiner von uns wirklich möchte. Das war wiederum ein kleiner Fragenkatalog. Ich nenne es ganz bewusst kleiner Fragenkatalog, weil wenn man in den Körper von anderen Menschen eingreifen will und diese dazu zwingen möchte, eine Impfung über sich zu ergehen zu lassen oder ein Experiment mit sich machen zu lassen, dann sollte man auch in der Lage sein, bis hin zum Kommunalpolitiker, bis hin zu demjenigen, der immer denunziert, der immer diffamiert, ja, diese Fragen vernünftig beantworten zu können. Und dann können wir gerne weiterreden, ob wir uns diese Spritze abholen wollen oder nicht. Jeder Beamte, jeder Lehrer und jede Person, welche uns diffamiert, diskriminiert, weil auch davon reden wir, von Diskriminierung, und spaltet, muss auch in der Lage sein, die Fragen mit echten Fakten und wirklichen Fakten zu beantworten. Ansonsten, liebe Politiker, liebe Kommunalpolitiker und alle die, die an diesem ganzen Zwang beteiligt sind und das aufrechterhalten, ja, tretet zurück. Andernfalls hebt mit sofortiger Wirkung bitte die Maßnahmen auf, die uns in unseren Rechten einschränken und beschränken. Ja? Und schämt euch und ich hoffe, dass ihr alle zur Verantwortung gezogen werdet. Das wünsche ich euch. Das seid ihr nicht nur uns schuldig, das seid ihr auch unseren Kindern und unserer Folgegeneration schuldig. Das, was ihr bisher alle kaputt gemacht habt, könnt ihr nicht mehr reparieren. Aber dann habt den Arsch in der Hose und trete verdammt nochmal zurück. Es muss aufhören, dass diese unqualifizierte Regierung unseren Kindern und Jugendlichen die Kindheit und Jugend raubt. Es muss aufhören. Und ich denke nicht nur wir, auch die, die ähnlich denken, aber auch die, die mittlerweile geimpft, geboostert und alles möglich sind. Ja? Wir sind dafür, für eine Mindestqualifikation aller politisch Aktiven bis hin in die Kommunalpolitik. Das Postengescharrere muss ein Ende haben. Wir brauchen keine käuflichen, karrieregeilen Politiker, die ihre Aufgaben völlig unterqualifiziert ausführen und ein ganzes Land damit lähmen. Ich selbst habe das erleben dürfen. Ich habe das selbst am Landgericht Koblenz erleben dürfen. Da ist ein Richter, der sich noch offenbart hat, der gesagt hat, ich muss die Maßnahmen umsetzen. Ich möchte ja ganz gerne noch eine Karriere machen. Wurde wirklich zu mir gesagt im Dezember letzten Jahres. Daher, liebe Teilnehmer dieser Demonstration, bleibt weiter in eurer Mitte, bleibt standhaft und seid über jeden Zweifel erhaben. Kämpft für Demokratie, Freiheit, kämpft weiter für unsere Kinder. Lasst uns erneut die nachfolgenden Forderungen in die breite Öffentlichkeit tragen. Beendet sämtlich nicht evidenzbasierte Maßnahmen wie Isolation, Quarantäne oder Maskenpflicht. Öffnet der Sportstätten, auch das haben wir letzte Woche schon mal gesagt, Kultureinrichtungen, Gaststätten, alle Wirtschaftsunternehmen, die abhängig sind, die momentan um ihre Existenz fürchten. Lasst bitte die Leute wieder zu, ohne irgendwelche Reglementierung und irgendwelche Zwangsmaßnahmen. Lasst die Vernunft und den Menschenverstand der Bürger zu. Lasst endlich wieder soziale Kontakte zu. Diese spielen eine wesentliche Rolle in der menschlichen Resilienz und Immunität. Auch das ist wichtig und fordern wir erneut. Stoppt aufgrund der derzeitigen Datenlage sofort die Corona-Impfpflicht, insbesondere auch die experimentelle Impfung bei Kindern mit einem bedingt zugelassenen Stoff. Hört auf und stoppt diesen ganzen Wahnsinn, bevor es zu spät ist. Lasst endlich auch richtige Experten und vor allem auch
qualifizierte Politiker das Pandemie-Management übernehmen. Ich hatte es gerade eben angesprochen. So viel unqualifizierte Politiker, wie wir bundesweit bis in die Kommunalpolitik beschäftigt haben oder vom Volk in Anführungszeichen, und auch das ist belegbar, durch Minderheiten gewählt haben, das hatten wir noch nie. Sowas von unqualifiziert. Ich brauche nur in unser Außenministerium zu schauen, was für eine Qualifikation wir da haben. Stellt endlich mehr Hilfsprogramme zur Behandlung der durch die Zwangsmaßnahmen entstandenen physischen und psychischen Traumata bereit, insbesondere für unsere Nachfolgegeneration, die Kinder und Jugendliche. Gebt den Kindern und Jugendlichen ihre Kindheit und Jugend zurück. Tut endlich was dafür und quatscht nicht nur. Alle, die es immer noch nicht ganz verstanden haben, von denen, die uns diese Maßnahmen aufzwingen und jetzt schon von 2022 Herbst reden, welche Omikron-Varianten dann wieder den kleinen Bruder abspalten und so weiter und so fort. Informiert euch, remonstriert, handelt endlich wieder mit einem Gewissen und auf Basis von Fakten. Lasst Fakten zu, lasst Wissenschaftler zu, die auch das verdient haben, die auch ganz klar von ihrer Qualifikation her diese Belege bringen können. Und nicht irgendwelche gekauften Experten, wenn man tief genug gräbt, immer wieder den Querverweis zur Pharmalobby findet. Ja, lasst Experten und Wissenschaftler zu, die eben uns allen wohl wollen und nicht nur einer gewissen Gruppe, die daran finanziell sich bereichern. Wir jedenfalls werden, wie auch letzte Woche schon angekündigt, keinen Millimeter zurückweichen. Wir werden weiterhin unser Grundrecht auf Demonstration wahrnehmen und für eine Zukunft kämpfen, damit ein geeintes Miteinander und menschenwürdiges Leben wieder stattfinden kann. Selbst die Altkanzlerin hat in einer ihrer letzten Abschlussreden, ich möchte den Namen jetzt auch nicht in den Mund nehmen, aber selbst die Altkanzlerin hat zu was aufgerufen, was wir jetzt einfach mal abspülen, das eben die Altkanzlerin preisgegeben hat. Den man nur dann Anstand und Menschlichkeit wahrt, wenn man sich gegen einen Befehl, gegen den Druck von Vorgesetzten oder auch den Druck der Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. In ihren wenigen Äußerungen, die sie zum Pandemiegeschehen durchgeführt hat, war das eine der wichtigsten und ehrlichsten Äußerungen, die sie mal gesagt hat. Das war es erstmal zunächst jetzt momentan von der Situation. Ich hoffe, ich habe heute ein bisschen Gas gegeben, ein bisschen schneller geredet wie das letzte Mal. Nein, auch nicht. Ich danke euch trotzdem. Wir werden jetzt wieder eine Runde spazieren gehen, wie gesagt, über die Brückenstraße, also Lindenstraße, Brückenstraße, Bahnhofstraße, über die Überführung zurück Lindenstraße, hier wieder zum Rathaus. Dann gibt es eine kleine, kurze Abschlusskundgebung, das ein oder andere aus dem Podcast noch heraus. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Haltet bitte die Abstände ein, das nochmal ganz klar darauf hingewiesen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, bevor man mir das wieder zum Vorwurf macht. Abstände einhalten und viel Spaß bei unserem Spaziergang.